Hallo zusammen und willkommen zurück zu Life in the Woods. Da, wo ich letztes Mal aufgehört habe, geht es auch wieder weiter und zwar an meiner Query oder an Gronkh und meiner Query und Gronkh seinen Reaktor, der jetzt immer so zweckentfremdet wird, weil er einfach mal mitgenommen wird. Letzte Folge haben wir Emeralds gesucht. Ich bin extra in ein, wie heißt es? Warte, ich laufe einen Schritt zurück. Da, in ein Temperate Rainforest gegangen, weil normalerweise laut der Wikipedia-Info soll hier drin Emeralds spawnen im Boden, also in den Erzen. Die Query abbaut. Problem ist jetzt aber, da ist gar nichts. Also da sind gar keine Emeralds gewesen. Das ist ein großes Problem. Wir können unsere Rüstung so nicht fertigstellen. Ich habe jetzt nur leider den Brustpanzer. Die anderen Sachen kann ich noch nicht bauen, weil die müssen empowered werden, sonst funktioniert es halt nicht. Und dafür brauche ich Emeralds. Ihr seht jetzt schon, ich habe schon mal ein bisschen leer gemacht an, an Material, was hier drin war. Und ich glaube, also Shiny ist ja auch was, was wir brauchen, nämlich für Tesserakte. Und ihr seht schon, Shiny gibt es. Aber irgendwie nur in Nugget-Form, nicht in Ohr-Form. Es kann sein, dass wir einen Silk-Touch-Upgrade für die Query brauchen, damit die komplett abgebaut werden. Weil so ist das echt blöd. Die ist jetzt natürlich noch nicht fertig, wie man sehen kann. Die arbeitet immer noch. Aber hier kommen keine Emeralds zustande. Und hier ist zwar jede Menge geiler Scheiß drin, den ich mir auch schon so weit reingezogen habe. Aber ich brauche unbedingt Emeralds. Jetzt hatte ich den Plan, wir könnten theoretisch nochmal hier auf der Karte gucken. Weil es gibt nämlich verschiedene Dörfer in der Ecke. Einmal hier, einmal da und einmal da. Und so könnte man dann theoretisch zurücklaufen mal eben, dann nach Hause porten, dann vielleicht ein Buch machen, was über der Welt funktioniert, wie auch die anderen Bücher. Wer da jetzt nicht weiß, wie das funktioniert, einfach mal aufpassen. Und dann gucken wir mal, was die Dorfbewohner haben wollen. Ich würde fast schon sagen, wir gehen zu dem Dorf, weil das ist relativ groß. Was ist da? Warum ist da ein Pfeil? Das ist gar kein Pfeil. Das ist einfach nur ein Lava-Ding, was da rausläuft. Das ist ja mal cool. Vielleicht ist da irgendwas. Sollen wir da hin? Nein, Quatsch. Okay, hier ist jetzt unser... Oh, die Erze sind weg, die ich gerade aussortiert habe. Sehr gut. Ich habe jetzt hier noch ein Backpack voll mit Erzen, die wir halt brauchen oder gebrauchen könnten. Warte mal, was ist denn noch frei? Gold, Silber, LED. Gucken wir mal eben raus. Gold, Silber, LED. Ich glaube... Warte mal, hier war noch irgendwo Silber. Kupfer kommt hier wieder rein. Also wir können natürlich nachher noch alles abholen. Aber ich nehme jetzt erstmal das mit, was ich irgendwie am besten tragen kann. Ganz wichtig, ich habe auch Ferrous Ore gefunden. Und das ist halt für auch für die Tesserakte, weil da kommt dann nachher Shiny raus. Das ist zu wenig Shiny für einen Tesserakt. Und wer jetzt nicht weiß, was ein Tesserakte ist, das ist im Grunde ein Gerät. Ich glaube, habe ich letztes Mal schon erklärt, ne? Ich bin so dumm. Egal, das ist auf jeden Fall ein Block, der Energie, Items und Flüssigkeiten über lange Distanz, sogar über Dimensionen transportieren kann. Und das wird sich auf jeden Fall lohnen. Warte mal, nehmen wir die auch mal mit. Boah, die ist so teuer, die Query. Und ich sehe gerade, ich kann gar nicht alles mitnehmen, was ich hier habe. Ich werfe mal hier so einen Stack Kohle weg. Voll viel eigentlich. Warte, ich packe mal ganz kurz ein paar Sachen hier noch rein, weil wir müssen ja auch noch den Reaktor und so mitnehmen. Da reicht einfach nicht, was wir hier haben. Flint hätte ich ganz gerne. Stack Mail geht auf jeden Fall besser. Bonus-Output und Power Reduction. So, Coal tun wir hier noch rein. Lapis nehmen wir mit, weil ich glaube, wir müssen noch was upgraden. Cyanid-Ingots lassen wir mal hier. Das ist im Grunde nur der, wie heißt es? Der Müll, der aus dem Reaktor kommt. Mülleimer nehmen wir mit. Und den Reaktor nehmen wir natürlich auch mit. Kann aber sein, dass wir jetzt hier ein bisschen... Boom. Immer noch zu voll sind. Verdammt. Dann schauen wir mal. Dann tun wir noch mal ganz kurz die Kohle weg. Und die Kohle. Kohle geht jetzt nicht. Doch. Doch, nee. Da. Hier. Ja. Oh yeah. Und Sand tun wir noch weg. Burger können wir gleich einen essen. Aber wieder einen frei. Ich hoffe, ich habe jetzt alles für den Rektor mit, ne? Ich habe irgendwie Angst, dass ich irgendwas vergessen habe. Warte mal. Wir haben zwei. Einen Ausgang. Power Tap. Einen Rektor. Dann haben wir das. Ne? Okay. Oh, warte mal. Hinter mir ist irgendwas. Oh, sie werden in Kürze abgemeldet. Ich habe hinter mir noch einen Laptop stehen von der Produktplatzierung, die eigentlich mittlerweile rausgekommen sein muss. Oh, da kommt einer. Aber guckt einfach mal auf meinem Kanal, da werdet ihr fündig. So, jetzt gehen wir mal hier durch, weil, wie gesagt, ich möchte ganz gerne Emeralds haben. Und dafür müssen wir mit den... Das ist ein Baum. Mit den Dorfbewohnern handeln. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die Fackel war. Die war aber schon ein ordentliches Stück da in die Richtung. Ich meine, ich weiß gar nicht, warum ich so weit gegangen bin, weil ich... eh nicht so weit gegangen. Warte mal, das war... Nein! Oder habe ich hier unten irgendwo reingesetzt? Bin ich hier unten reingelaufen? Weil die war gerade eine Höhle hier. Ah, wow! Gut, so blöd bin ich ja doch nicht. Jetzt müssen wir nur noch gerade zurücklaufen. Komm nicht mehr raus. Und dann...
Oh, irgendwas gehört. Ich würde gerne noch Leder mitnehmen. Die Kühe sind ja egal, die sind sehr weit weg. Leder ist auf jeden Fall gut. Hier oben ist noch eine Kuh, die können wir noch klatschen. Kühe klatschen, wo bist du? Und den müssen wir auf jeden Fall hier noch upgraden. Der ist natürlich noch nicht genug, weil teilweise brauche ich für ein Monster 2 Schläge. Das kann nicht sein. Das macht man nicht. Da ist noch eine Kuh. Guck mal, die wollte ich verstecken. Nice. Und eigentlich könnte man noch eine Waffe machen. Was ist das denn? Oh mein Gott. Stirb! Hat nichts gedroppt. Dann wo muss ich denn hin? Da oben. Warte. Ich überlege. Ah, da hinten. Jetzt sehe ich es wieder auf der Karte. Dafür ist die Map eigentlich gut. Ich meine, klar, zum Thema passt es jetzt nicht unbedingt, aber manchmal, wenn man so auf Erkundungstour ist, dann möchte ich schon eine vernünftige Map haben. Bringt ja allen nichts, wenn man die ganze Zeit rumsucht und total blöd durch die Gegend läuft. Deswegen passt das schon. So, wir müssen jetzt einfach nur schräg laufen. Den Hut nehmen wir auch noch mit. Boom! Und dann haben wir hier noch die Fackel. Dann können wir zurücklaufen, können uns porten. Dafür brauchen wir auf jeden Fall, müssen wir dran denken, vollgegessen sein. Ich vergesse das echt super oft. Oh! Aber die, da kann man halt super schnell mit hauen, wie man schon sehen kann. Außer dem Baum, den greifen wir mal nicht an, weil der Baum, den müssen wir eigentlich mit einer Axt angreifen. Eine Axt habe ich in dem Fall noch nicht. So. Aber wir suchen jetzt immer noch die andere Fackel. Ich glaube, die war hier. Die war ja quasi parallel zu dem Ding da im Wasser. Und auf Höhe des Lavalochs, wo jetzt... Oh, oh. Wo jetzt nur noch Wasser ist. Boah, zum Glück machen die nichts kaputt. Obwohl, hier wäre eh egal gewesen. Aber egal. So, wir hüpfen mal durch und laufen mal... Ich glaube, oh, ein Ogre. Hallo. Die sind auch super krass. Die würden normalerweise alles kaputt schlagen. Oh Mann. Was für ein Geräusch. Ah, hier war's. Sehr gut. Hätte ich ein bisschen Obsidian geholt. Ah ja, es gibt auch Trans... Warte, wie heißt die nochmal? Trans Dimensional Receiver gibt's auch noch. Anstelle eines Tesseractes. Die sind aber noch teurer. Dafür brauchen wir nämlich solche Köpfe hier von den Leuten. Wo bist du? Unser Endermänner schlage ich ja... Schlage ich ja mal gern. Da ist er. Boom. So, ich würde aber mal sagen, zurück laufe ich mal eben mit einem Cut. Da sind wir wieder, endlich zu Hause. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir mal die Sachen hier aussortieren. Wir brauchen zum einen mal eine Chest hier, wo wir die ganzen Reaktor- und Krabby-Sachen reintun. Oh, meine Burger. Oh, meine Cheeseburger. So. Weil da muss man die Sachen nicht halt immer raussuchen, wenn man dann mal Gas gibt und auf Reisen geht. Weil die wird natürlich woanders aufgestellt, damit die mal wieder arbeitet. Ursprünglich ist der Plan, die im Deep Dark zu stellen. Weil da gibt es richtig geilen Scheiß. So, warte mal, wir müssen jetzt... Wir brauchen ja sowieso ein bisschen mehr XP, wenn wir die Rüstung verzaubern wollen. Dann packen wir die Büsche erstmal dahin. Die könnte man auch... Warte. Neue Idee. Aber eigentlich wachsen die im Dunkeln, so wie ich weiß. Aber gerade ist dunkel, deswegen geht's wahrscheinlich. Oh! Warte. So, dann werden zumindest die Essence Berries mal automatisch abgeerntet. Aber ich weiß nicht, warum er gerade nichts mehr macht. Oh, deswegen macht er nichts. Okay, warte. Hab ich doch richtig gehört. Ein verkacktes Zombie. So, ein verkackter Zombie. So, warte, jetzt müssen wir Holz rausnehmen. Und Saplings. Hier ist so viel Kram drin mittlerweile. Ich meine, Holz ist natürlich obergeil, weil Holz müssen wir jetzt wirklich nicht mehr besorgen. Alles am Start. Holz würde ich in der Nähe von so einem Harvester nicht unbedingt anbauen, weil manchmal ist der ein bisschen krass drauf und baut alles ab. So, irgendwie brennt da, glaube ich, rechts ein Zombie. Der versucht, hier rüberzukommen. Aber alles cool. Solange er brennt, ist alles gut. So, Leder haben wir am Start. Nehmen wir mal mit. Tinte nehmen wir mal mit. Gold müssen wir eigentlich auch mitnehmen. Und wir haben natürlich noch den Backpack. Dass ich damit mal arbeite, hätte ich nicht für möglich gehalten. So, machen wir mal so. Warte mal, Sackmill. Ganz wichtig, Goldohr. Fangen wir damit an. Dann geht es weiter mit... Oh, warte mal, Ferris Ohr, packen wir hier oben rein. Da besteht halt die Chance, dass hier... Bitte, bitte. Na schade, müsste einem noch Shiny rauskommen. Das ist echt ein Problem, wenn wir da kein Shiny bekommen. Okay, ansonsten kommen hier noch LED rein, Silver, Iron. Alter, haben wir viel Eisen mitgenommen. Ist ja der Wahnsinn. Noch ein bisschen Aluminium. Auf jeden Fall ist das Ding hier erstmal beschäftigt.
hoffe, das kommt so raus. Ich meine, Gronkh hat ja, glaube ich, Shiny irgendwo abgebaut, ne? Sonst müssen wir wirklich mit dem Silk Touch Upgrade arbeiten. Natürlich nicht so cool, aber... Wenn es eigentlich die einzige Möglichkeit ist, wir müssen ja gucken, dass wir hier Lösungen finden in diesem Projekt. Ich möchte... Oh nein, ist, oh, jetzt habe ich alles da reingetan. Was das hatten wir nochmal alles im Inventar. Kurz überlegen. Backpack kann man ja mal hier hinlegen. Dann brauchen wir auf jeden Fall Cheeseburger. Genau, 3 Stücke Butter noch, die man sich reinschieben kann. Das ist bestimmt sehr nahrhaft. Cheeseburger haben wir. Dann brauchen wir Leder. Oh, 13 Stück sogar. Und jetzt kommt es nämlich ganz viel Gold. Oh, dann nimm mal Nuggets mit. Ich glaube, dafür habe ich die auch gemacht. Für unsere geilen Seiten. Bitte, bitte. Oh, immer noch nicht. Aber normalerweise, wenn man ganz kurz guckt... Ich meine, ich weiß gar nicht, wie hoch die Prozentzahl ist. Hier so ein bisschen. Wo ist denn hier Shiny? Ich meine, hier ist überall Shiny. So eine Shiny-Welt. Flüssig Shiny wäre cool. Hier, Pulverized Shiny. 10%ige Chance, dass auf Ferris Ore Pulverized Shiny rauskommt. Ausgezeichnet. Ich meine, immerhin, ne? Oh, Shiny! Boah, davon brauchen wir so viel. Das ist aber krass. Na egal, hier kommen jetzt erstmal die Barren rein. Gold haben wir, Leder haben wir am Start. Das andere haben wir auch am Start. Dann gehen wir mal zurück und machen mal... Nicht in den Nether. Wir wollen ja eine Handelsstation haben für Emeralds. Mystkraft-Ecke. Auch sehr, sehr geil. Jetzt achte mal drauf. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Tinte. Dafür brauchen wir... Ach genau, das war ja, was ich vergessen habe. Tinte. Ah, genau, so. Da war aber noch irgendwas bei, ne? Guck mal ganz kurz. Ink. Es gibt nämlich einmal den Ink-Sack und es gibt ein Ink-Vial. Genau, ein Wassereimer, das war das. Oder Pulverized Charcoal und... Ja, okay, Wasser brauchen wir sowieso. Bucket. Wir haben noch... Ja, ich hole noch mal ein bisschen Wasser. Warum habe ich noch ein... Warum habe ich noch nicht eine unendliche Wasserquelle? Grübel. Ich muss immer vorwärts laufen. So total... Mein Gott, hier sind überall Bäume. Und Level 20, cool. Können wir direkt einfach die Rüstung upgraden, 2 Punkte. Aber wichtig, erstmal Emeralds finden, beziehungsweise tauschen. Ich bin sehr gespannt, wie das Dorf drauf ist. Vielleicht haben die auch coole Sachen. Wie Ferret... Was ist das denn, ekliges? Was war das, eine Made? Habe ich gerade eine Made platt gemacht? Ich glaube ja. Okay, hüpfen wir mal hoch. Ah ja, genau, wegen Musik. Ihr habt euch ja... Also die meisten haben sich irgendwo Musik gewünscht. Ich hatte mal eine Playlist früher im Single-LP, die könnte man theoretisch nehmen. Oder aber ich guck mal, dass ich so eine Art Playlist wie Gronkh hat. Ich glaube nicht, dass ich einfach dieselbe Playlist nehmen kann. Haben wir kein Ink mehr? Doch, klar. Ah, ne, warte mal, was war da? Ah, haben wir noch Glass? Glass Bottle. Warum hat er es nicht da reingezogen? Verwundert. Okay, 5 Stück haben wir. Das heißt, wir können 5-mal versuchen, etwas Cooles zu bekommen. Und zwar bei Gronkh seiner Mystkraft-Ecke. So. So, ihr habt ja gesehen, oder viele haben sich gewünscht, dass sie gerne, oder die wollten gerne wissen, wie man eine Seite bekommt, Achtung, die intern verlinkt ist. Weil normalerweise ist das immer dimensionsübergreifend, diese Bücher. Und das Buch zum Beispiel, das ist ja für die Overworld. Von der Overworld zu der Overworld. Und jetzt aufpassen, da müsst ihr hier oben, müsst ihr Gold reintun. Ich glaube, je mehr, desto besser eigentlich. Geht's denn als Nugget vor? Ne, Nugget gehen ja gar nicht. Okay, Goldbarren reintun. Ja, man vertut sich auch manchmal. Hör mal, ey, was ist denn da los? Hier, guck. 14 Stück, dann ist es wer wenig. 1, 2, 3, 4. Warum geht das denn nicht? Das habe ich doch letztes Mal gemacht. Ah nein! Oh ja! Da habe ich doch was vergessen. Oh mein Gott. Da muss nämlich das rein, sonst funktioniert das nicht. Das ist ja klar, das ist ja flüssige Tinte. Überlegt mal, wie das aussieht. Ihr habt einen Tintenpott oder so einen Behälter voller Tinte und ihr steckt dann da einen Goldbarren rein. Also jetzt wird es mir klar, das kann nicht funktionieren. Dann macht er so Bio. Und dann könnt ihr quasi rausholen und dann habt ihr je nachdem, ich weiß nicht, ob es irgendwie Sinn macht, da Intralinking. Das braucht ihr. Generating Plattform ist, glaube ich, egal in dem Falle. Aber zumindest ist das vonnöten.
Disarm, das heißt auch noch irgendwas. Also man bekommt verschiedene Möglichkeiten da drauf, aber ich brauche wirklich Intralinking. Nein, bitte. Jetzt habe ich kein Papier mehr. Holy. Wir haben aber auf jeden Fall noch coole Seiten am Start. Die wir mit Gronkh zusammen erforschen können. Warte mal, Papier. Bevor ich jetzt hier bei Gronkh Papier gefunden habe, ist es, glaube ich, schneller, einfach mal durch mein Zauberbuch zurückzuspringen. Hier einfach Paper einzugeben. Hier noch ein bisschen... Ist da kein Gold mehr drin? Doch, Gold mitzunehmen. Zurückzuspringen. Alles auf eine Karte zu setzen. Und bitte, 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 bitte. Boom. Und Intralinking Generating Platform. Nice. So muss es sein. Das heißt, wir bekommen jetzt nochmal ein super geiles Buch für unsere Villager-Tauschbörse. Wusch. Ich weiß, mein Intralinking-Buch von Gronkh hier ist ein bisschen blöd gelaufen, weil es jetzt, weil mein Haus ja gebaut wurde. Und dann brauchen wir noch so ein Bookstand. Wie heißt das? Book? Das heißt nicht Bookstand. Pult oder so, ne? Lectern. Ein Lectern. Haben wir noch ein Lectern? Haben wir nicht. Wir brauchen ein Lectern. Lectern. Da haben wir es. Auch von DecoCraft gibt es da auch was. Ja, wie cool ist das denn? Zwei Stück brauchen wir. Und wir holen uns noch eine Workbench, beziehungsweise wir nehmen einfach Wood. Ah, warte mal. Sehr gut. Machen wir einfach so. Und dann machen wir das raus. Ah, Mist, davon brauchen wir ja zwei. Ganz vergessen. So, ein hin, ein zurück. So, nur dran denken. Und ich hoffe, Tobi fasst nicht meine Bücher an. So. Warte mal, eins zurück. Wäre dann... Machen wir immer vor den Büchern. Zack. Und ich würde ganz gerne noch mit Gronkh in so eine Welt gehen, damit wir von da aus nochmal coole Portale nehmen können, wo wir die Bücher reinstecken. Dann hat man wie so ein Höllenportal. Da steckt man dann so ein Buch rein, in so einem Schlitz. Und dann kann man da hin und her springen. Das wäre geil. So, warte mal. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Schießbürger haben wir 4. Die reichen noch eigentlich zum Springen. Aber wir müssen noch ein bisschen zu Fuß gehen, glaube ich, ne? Oder haben wir in unserer unmittelbaren Nähe? Ich glaube aber nicht. Weil ich gar nicht weiß, wo wir sind. Ach ja, wir sind wahrscheinlich irgendwo im Süden ganz weit. Okay, warte mal. Plan, wir müssen zu Gronkh springen. Damit. Dann müssen wir uns ein paar Cheeseburger aus dem Schrank holen. Jetzt weiß ich auch, warum ich... Ich hatte am Anfang gedacht so, Mann, die Leute haben sich verschrieben. Die haben mich Diebitor genannt. Also D-I-E-B. Wegen Dieb. Weißt du? Dabei kriegt er doch alles wieder. Irgendwann. Und jetzt müssen wir rausgehen und mit dem Atlas mal irgendwo hinspringen, wo ein cooles Dorf ist. Vielleicht ist da auch direkt mal ein Dorf gekennzeichnet. Da müssen wir gar nicht so viel Geschiss machen. Hier zum Beispiel. Ne, gar nicht. Aber Dörfer sind ja hier auch markiert, ne? Was ist hier? Schleim Everest. Bestimmt irgendwo oben. Hier zum Beispiel, guckt. Village. Der Arachnidenforst und das Village. Dann gehen wir hier hin und gehen dann zum Village. Gucken, dass meine Hungerleiste voll ist, weil da sterben wir ja richtig scheiße. Oh oh. Alles gut. Gucken, wo wir sind. Ich glaube, wir sind... Ja, genau, wir sind hier, wo die ganzen... Ah, guck mal, jetzt müssen wir nur nach Südosten gehen. Also einfach mal in die Richtung huschen. Oh, Gleiter aktiviert. Ach du Scheiße. Oh, hab so ein bisschen Angst. Ich weiß, dass er eine coole Rüstung droppt. Ich hab die noch nie gehört so. Stier. Oh mein Gott. Die haben ja voll viel Damage. Ja, super vergiftet. Oh, ich will nicht hier sterben, bitte nicht. Oh. Alter. Was war das denn, bitteschön? Genau, oben links steht erstmal, ich sterbe. Boah. Ich meine, dass die Feuerbälle werfen und ein bisschen Schaden machen, das wusste ich aber nicht, dass sie einen wegbam. Oh. Boah, das wäre es jetzt gewesen.
Hier wäre ich ja nie mehr hingekommen ohne Hilfe von Gronkh. Oh, 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 nein, 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 nein. Warte, Gleiter aktivieren. Schnell auf die Ebene! Hier fühle ich mich irgendwie sicherer, weil ich mehr Überblick habe. Muss aber nichts heißen, kann genauso scheiße sein. Da ist ein Vogel, alles gut. Und wir springen mal eben durch. Hier muss jetzt irgendwo das Dorf kommen. Aber gut, ich fühle mich wieder safe. Ach nee, lol. Habe ich ja super gut gelaufen. Dorf ist jetzt hier. Hinter der Schleiminsel. Dann machen wir da direkt so eine Tauschstation. Also es gibt auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es das hier gibt. Es gibt ein Block, den man quasi in der Mitte von der Stadt baut und hat alle. Ach du Scheiße. Alle möglichen Tauschgeschäfte, die um diesen Block herum sind, in diesem Block drin. Oh Mann. Hört sich komisch an. Ne? Wir können theoretisch aber auch eine Villager-Produktion machen. Die an- und ausschalten. Das machen wir später mal, ne? Machen wir so Villager, die wir einschalten, dann kommen die raus und wenn wir genug haben, machen wir wieder aus. Oder an oder aus. Und oh Mist, alle Villager haben sich in Löwen verwandelt, glaube ich. Oh, ich höre sie. Soll ich mit rein? Hi, na, meine Villager. Okay, warte mal, mal folgendes. Guck mal, dann brauche ich gar nicht das Ding. Dann mache ich das hier hin. Dann kommt dieses Buch hier hin. Dann kommt das Buch da drauf. Warte, ich muss mal anders jetzt machen. Das Buch kommt da drauf. Ja. Das Buch kommt da drauf. Oh, willkommen in der Village. Ja, Emeralds gegen. Nein, andersrum. Beschriebene Bücher, dann bekomme ich ein Emerald. Das ist aber blöd. Ah, hier. Cauliflower, dann bekomme ich auch ein Emerald. Ja, hör, hör, hör. Darf ich mal hier raus, bitte? Alter. Ich sag dir, ich mach dich kaputt. Hi. Der hat auch nichts Geiles. Ah, hier, ein Clay Pattern Stamp. Stimmt es wahrscheinlich, weil der Löwe hier reinhopst. Clay Pattern Stamp. Und zwar so einen blauen möchte der haben. Ja, und wie macht man den? Insert. Garden Containers. Nice. Hä? Wash it in a cauldron. Inset. Ja, keine Ahnung. Oh, da ist noch einer. Hat sich einer versteckt. Goldcoin gegen ein Buch. Komm, warte, wir machen jetzt erstmal die Village safe. Es kann ja nichts mehr passieren, weil wenn wir jetzt zum Beispiel sterben sollten, können wir direkt wieder hin. Oh, warte mal. Daisy, Bohnen. Artischocken. Warum sind hier so viele Löwen? Vielleicht wachsen die, leben die mit denen zusammen. Aber die töte ich jetzt nur, um die zu schützen. Oh, Copper. Obsidian Shufflehead. Aber leider nicht mehr drin, schade. Das ist aber eine kleine Stadt, ne? Also da war auch eine große auf dem Plan, aber ich habe jetzt einfach mal die hier gewählt. Hallo. Ich habe deine Eltern schon getötet. Dich kann ich nicht am Leben lassen, ist ja voll gemein sonst. So, Villager sind da. Warte mal, wie hieß das nochmal? Gibt es das hier überhaupt? Trade. Hier, ja. Trading Post. So halt. Ja, super. Da brauche ich ja nur 9 Emeralds. Bitte, ich muss Gronkh auch was zurückgeben. Warte mal, der hat keine Tür, ne? Hier. Spinat. 16 Mal Spinat bekomme ich einen Emerald. Was haben wir denn hier? Antischocken? Oh, der Berg da sieht cool aus. Aber wie krass das eigentlich ist, ne? Man geht dann in so eine Stadt, um zu tauschen und nimmt es von deren Feldern. Man, oh, alle anders, oh Mann. Oder? Nee, der, schade. Dieser scheiß Essensmod, ne, der macht, dass hier alles super teuer ist. Okay, Lettuce, Bamboo Shot, und Spinat. Bringt euch wer da? Oh Mist.
So. Gronkh kriegt auf jeden Fall alles wieder, aber ich muss. Ich brauche was zum Tauschen. Ja, gib mir mehr, bitte. Na, ist halt hier reingetan. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht reicht das ja. 6. Potato. Ich meine, der isst den Salat ja eh nicht. Der ist ja Burger. Alles gut. Hat er Spinat angebaut? Das wäre echt geil. Hat der Gronkh Spinat? Dann können wir tauschen. Hallo? Guck mal hier. Weil normalerweise ist er ja voll der Bauer. Hier, das meine ich. Der hat so viel Lettuce. Potatus. Strawberry. Sojabohne. Cantaloupe. Das sind Melone. Cucumber. Ich will keine Gurke. Zucchini. Kiwi. Tomaten. Barley. Pineapple. Ich muss ja sagen, der hat ja schon eine Menge, aber nicht das, was man braucht. Außer Lettuce. Okay, gehen wir hoch. Gehen wir hoch? Ja, ne, wir gehen hoch, oder? Und dann porten wir uns. Aber der zwängt sich den Burger so richtig rein. Ich glaube, hier ist auch die Modifikation drauf, die bei Stranded drauf war, dass man am besten immer verschiedene Sachen isst. Damit der dann satter davon wird. So. Zurück. Ach genau, bin ich im Laden, im Garten, im Keller. Nein. Oh, warte mal. Ah ne, Cauliflower. Kann ich bitte raus? Danke. Jetzt müssen wir den nur noch finden. Dafür wäre so ein Trading Post halt gut, ne? Ich glaube, hier war ich am Anfang drin. Die haben nämlich nichts. Hier. Hi. Jetzt will der Tomaten haben. Wir hatten ganz viele Tomaten. Ah, Lettuce. Ja, guck. Ja, wir tauschen. Ja. Hui. Wie cool das ist. Ausgezeichnet, da holen wir uns noch mehr nachher. Tomaten gehen auch. Aber ist ja schon mal geil. Das heißt, wir haben eine unendliche... Hey. Eine unendliche Quelle haben wir jetzt nicht unbedingt, aber zumindest kann man damit schon mal einiges machen. Achte mal eben. Pulsating... Haben wir denn Pulsating Iron? Haben wir natürlich nicht. Weil wir brauchen nämlich noch Iron. Und Enderperlen. Ach ne, warte mal, wir brauchen... Stimmt gar nicht. Ich laber wieder Müll. Wir brauchen nämlich für die Rüstung Dark Iron 1, 2, 3. Brauchen wir eigentlich nur... Alloy. Vibrant Alloy war das doch. Das war doch ein Vibrant Crystal, oder? Genau, der war's. Und dafür brauchen wir Vibrant Alloy. Da müssen wir auf jeden Fall noch machen. Aber zumindest haben wir jetzt wieder 6 Emeralds. Das werden wir dann nächstes Mal machen. Und Tobias. Den Tobi müssen wir auch noch platt machen. Nicht platt machen, wir müssen eben einen kleinen Denkzettel verpassen. Ich denke mal, übernächste Folge werden wir uns darum kümmern. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Life in the Woods. Haut rein. Tschüss.